Der Albtraum einer neuen Ordnung. Führer, Volk und Rasse. Verbrechen an der Menschheit. Die Welt in Chaos und Zerstörung. Dies ist die Geschichte, wie es zur dunkelsten Stunde der Menschheit kommt. Krieg und Holocaust. Der deutsche Abgrund. September 1939. Deutschland überfällt Polen. Hitlers Luftwaffe bombardiert polnische Städte und tötet tausende Zivilisten. Nach zwei Wochen haben deutsche Truppen Warschau eingekesselt. US-Fotograf Julian Bryan, gerade zu Besuch in Warschau, dokumentiert Tod und Leid in der belagerten Stadt. Mit einer Ansprache im polnischen Rundfunk wendet er sich direkt an den amerikanischen Präsidenten. Präsident Roosevelt und das amerikanische Volk. Mein Name ist Julian Bryan, amerikanischer Fotograf. Ich wende mich an Sie aus der belagerten Stadt Warschau in Polen. Gestern sah ich vier Frauen bei der Kartoffelernte. 50 Meter entfernt lagen die Leichen von zwei anderen Bäuerinnen, die ein paar Stunden zuvor vom Maschinengewehrfeuer eines deutschen Flugzeugs getötet worden waren. Ein 10 Jahre altes Mädchen kam herbeigeeilt, kniete vor ihrer toten Schwester nieder und weinte bitterlich. In der Nähe spielte ein 5-jähriger Junge ganz allein. Seine Mutter lag tot neben ihm. Er konnte das nicht verstehen. Ich muss das allen in Amerika mitteilen, auch Ihnen, Präsident Roosevelt. Amerika muss handeln, muss helfen. Hitler rechnet damit, dass die USA keinen Finger rühren werden, um Polen zu helfen. Auch Großbritannien nicht. Oder Frankreich. Niemand soll ihn daran hindern, seine Macht nach Osten auszudehnen und andere Völker zu unterwerfen. Hitler hat ja bereits wenige Tage nach seiner Ernennung zum Reichskanzler eine Rede vor der Generalität gehalten, in der er ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, dass seine Politik auf einen Lebensraumkrieg hinauslaufen würde. Der Zweite Weltkrieg war der Krieg, den Hitler immer wollte, weil er dachte, nur so ein Deutschland schaffen zu können, das für alle Zeiten überleben werde. Der Westen lässt Polen im Stich. Die letzte Chance, Hitler noch Einhalt zu gebieten, wird nicht genutzt. Es wäre richtig gewesen, in Deutschland einzumarschieren. Gegen Deutschland Krieg zu führen. Oktober 1935, 5 Jahre vor dem Überfall auf Polen. Militärschau auf dem Reichserntedankfest. Rund 1 Million Zuschauer verfolgen, wie ein Kulissendorf aus der Luft in Brand geschossen wird. Dabei dürfen die Deutschen nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg und den Versailler Verträgen überhaupt keine Luftwaffe mehr besitzen. Ein halbes Jahr später ziehen deutsche Truppen in Köln ein. Damit bricht Hitler erneut die Verträge mit den Siegermächten, denn das Rheinland an der Grenze zu Frankreich soll entmilitarisiert bleiben. Die Deutschen sind begeistert. Der Führer traut sich was. Die Besetzung des Rheinlandes, in dem die Franzosen eine auch nicht angenehme Polizeiherrschaft ausgeübt hatten, das hat ihm riesigen Zuspruch weit über die unmittelbare Wählerschaft der NSDAP hinausgebracht in der deutschen Bevölkerung. Die Westmächte lassen Hitler gewähren und tragen so dazu bei, das Ansehen des Diktators zu steigern. Als Hitler erklärte, alles, was ich will, ist, diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen, dachten sie, okay, wir glauben ihm und lassen ihn machen.
Der Versailler Vertrag gesteht Deutschland 100.000 Soldaten zu. Tatsächlich wird die Truppenstärke bis 1939 auf rund das Zehnfache steigen. Mehr als 1 Million Mann. Auf dem NSDAP-Parteitag 1936 in Nürnberg gibt Hitler das Ziel vor. Innerhalb von 3 Jahren müsse die deutsche Wehrmacht kriegsfähig sein. Hermann Göring, Chef der Luftwaffe, soll dafür sorgen. Hitler startet ein ehrgeiziges Rüstungsprogramm. Die Westmächte dagegen sind kriegsmüde. Ihre Militärausgaben bleiben bescheiden. Zwischen 1935 und 1938 geben die Vereinigten Staaten rund 4 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Großbritannien etwas mehr, Frankreich etwas weniger. Das Deutsche Reich hingegen investiert massiv, weit mehr als die 3 anderen Länder zusammen. Die Alliierten, insbesondere die Briten, hatten übersehen, worauf das Ganze hinauslief, dass Hitler nämlich nicht die Revision von Versailles, sondern einen Krieg wollte, der ganz andere Ziele verfolgte. Die deutsche Wirtschaft läuft auf Hochtouren. Das Autobahnnetz wird ausgebaut, die Kfz-Steuer abgeschafft, um den Verkauf von Privatfahrzeugen anzukurbeln. Dahinter steht der Plan, dass man diese im Kriegsfall für die Armee beschlagnahmen kann. Gerade unter einer jungen Generation von Arbeitern, für die die Erfahrung der Massenarbeitslosigkeit Anfang der 30er Jahre prägend gewesen ist, hat NSDAP erhebliche Zustimmung geerntet, weil sie natürlich durch eine massierte Aufrüstungspolitik bis Mitte der 30er Jahre die Arbeitslosigkeit beseitigt hat. Herbstmanöver der Wehrmacht 1936 in Hessen. Hitler macht der Truppe seine Aufwartung. Die Militärs sind begeistert von der Aufrüstungspolitik des Führers. Und sie wissen natürlich auch, dass am Ende Krieg stehen wird. Mitte Juli 1936 beginnt in Spanien ein faschistischer Militärputsch gegen die gewählte linke Regierung. Es kommt zu blutigen Kämpfen. Der Anführer der Putschisten, General Franco, bittet Hitler, Flugzeuge zu schicken. Sie sollen Truppen aus Spanisch-Marokko zur Verstärkung einfliegen. Hitler sagt zu. Göring schickt einen Teil seiner neuen Luftwaffe nach Spanien, gibt ihr den Namen Legion Condor. Eine willkommene Gelegenheit, Luftkrieg zu üben. Ende 1936 sind mehr als 100 deutsche Kampf- und Jagdflugzeuge auf der Seite der spanischen Faschisten im Einsatz. Es gab schon im Dezember 1936 Angriffe auf mehrere andalusische Dörfer, wo es nur um Waffentests ging, wo auch Hunderte zu Tode gekommen sind. Die Bombenwirkung wurde auch vermessen und dokumentiert, eben im Rahmen der Optimierung der eigenen Kampfkraft. Die Männer der Legion Condor wollen sich beweisen. Nicht alle sind begeisterte Nazis, aber alle begeisterte Flieger. Spanien ist für sie ein großes Abenteuer. Im Frühjahr 1937 beginnt die Legion Condor einen mörderischen Bombenkrieg gegen die spanische Zivilbevölkerung. Eines der Ziele ist die Kleinstadt Guernica im Baskenland. Ein Reporter der New York Times berichtet von mehr als 1.600 Toten und fast 900 Verletzten. Die Luftangriffe auf Guernica mit Bomben- und Maschinengewehrfeuer auf wehrlose Menschen sind das erste Kriegsverbrechen der Nazis. Die ganze Intervention war ein Kriegsverbrechen. Es war ein nicht erklärter Krieg, es war ein Putsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung, an der sich eine Einheit aus einem anderen Land beteiligte, quasi als Söldnertruppe. Als die Legion Condor später aus Spanien zurückkehrt und mit Ehren überhäuft wird, ist klar, Hitlers neue Luftwaffe hat dem Faschisten Franco zum Sieg verholfen und
Sie ist bereit für einen großen Krieg. Der Berghof am Obersalzberg. Tag der offenen Tür für die Kinder aus der Umgebung. Der Führer gibt sich volkstümlich und nahbar. Nach dem Umbau wird der Berghof sein zweiter Regierungssitz neben Berlin. Nur wer in der Nazi-Hierarchie weit oben steht oder aus anderem Grund das Ohr des Führers hat, wird am Berghof geduldet. Albert Speer, sein Architekt, gehört dazu. Und natürlich Eva Braun, die verheimlichte Geliebte. Bei offiziellen Anlässen muss sie sich im Hintergrund halten. Eine geschlossene Gesellschaft mit Höflingen und Hofschranzen. Alle dem Hausherrn treu ergeben. Hitler war ein ziemlich fauler, aber kluger Anführer. Er besaß ohne Zweifel charismatische Macht über diejenigen, die ihm zuhörten. Durch seine schwierige Herkunft, durch seine soziale Randexistenz, die er jahrzehntelang geführt hatte, hat er eine unglaubliche soziale Intelligenz entwickelt. Zu den engsten Hitler-Mitarbeitern gehörte Reichsführer SS Heinrich Himmler. Der Mann, der den Terror organisiert. Heinrich Himmler gehört zu denen, die als kühle Organisatoren der Macht für Hitler immer unentbehrlicher wurden. Himmler war der Mann, der den politischen Gegner, aber auch innerparteiliche Widersacher mit seinen organisatorischen Mitteln bekämpft. Als Chef von SS, Polizei und Gestapo besitzt Himmler große Macht. Er hat mit Hitlers Einverständnis ein System der Überwachung, Willkür und Gewalt geschaffen. In ersten Konzentrationslagern hat Himmler gleich nach der Machtergreifung begonnen, Regimekritiker und politische Gegner einzusperren. In Sachsenhausen bei Berlin entsteht 1936 ein völlig neuer KZ-Komplex, in dem in den folgenden Jahren in immer größerer Zahl Juden, Homosexuelle, Sinti und Roma und sogenannte Asoziale interniert werden. Mit Sachsenhausen sollte die Bevölkerung unter Kontrolle gehalten, sollten jene Elemente ausgesondert werden, die das Nazisystem oder sogar Hitler persönlich kritisieren könnten. Hier der brutale Terror, dort der kinderliebe, umgängliche, mitunter sogar witzige Führer. Hitler konnte sehr charmant sein. Also das ist unglaublich. Ja? Der konnte Leute einwickeln und das hat er genutzt. Von Hitler eingewickelt wird der frühere britische Premierminister David Lloyd George, der im September 1936 in Berchtesgaden Urlaub macht und dabei Hitler auf dem Berghof besucht. Er kommt im Auftrag der Regierung in London. Hitler zieht alle Register. Lloyd George ist beeindruckt. Nach seiner Rückkehr nennt er seinen Gastgeber in einem Zeitungsartikel den größten lebenden Deutschen, der niemals mehr mit uns Streit zu führen gedenke. Nach Lloyd George geben sich weitere ausländische Politiker am Berghof die Klinke in die Hand. Einem schenkt Hitler eine Autogrammkarte mit Widmung. Wie ein Popstar seinem Fan. Viele wollen in ihm einfach auch eigentlich das Positive sehen. Sie wollen in ihm die Lösung sehen. Weil das andere hätte ja bedeutet, ja, Krieg zu führen. Im September 1937 kommt Benito Mussolini zum Staatsbesuch nach Deutschland. Bejubelt von der Bevölkerung. Der Italiener ist Hitlers Bruder im Geiste. Mit ihm teilt er die faschistische Ideologie. Und den Willen zu aggressiver Expansion. Hitler blickte auf zu Mussolini als dem ersten faschistischen Diktator. Es war also ein Verhältnis zwischen Meister und Lehrling. Aber mit der Zeit änderte sich das Verhältnis.
Die beiden Diktatoren sind mit Japans Kaiser Hirohito verbündet, dessen Armee gerade in China einen blutigen Eroberungskrieg führt. Japanische Soldaten verüben dabei zahlreiche Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung. In Asien hat der Zweite Weltkrieg mit seinen ungeahnten Grausamkeiten schon begonnen. Frühjahr 1938. Spaziergang mit dem neuen Außenminister von Ribbentrop. Der ist ins Amt gekommen, weil sein Vorgänger Hitlers aggressiver Außenpolitik nicht folgen will. Hitler hat in dieser Sitzung seine Pläne, seine Expansionspläne offengelegt. Er hat klargestellt, dass er einen Krieg gegen Österreich und gegen die Tschechoslowakei plane und diese Gebiete dem Deutschen Reich einverleiben wolle. Diese Szenarien empfinden viele als unrealistisch. Und es gibt auch Leute, die warnen und sagen, nee, also er unterschätzt das, er unterschätzt auch die Kriegsbereitschaft der Briten und Franzosen. Hitler hält die Kritiker für Angsthasen. Er will endlich losschlagen. Am 12. März 1938 marschieren deutsche Soldaten in Österreich ein. Sie werden mit Jubel empfangen. Es gibt keinen Widerstand. Erneut ist es ein Bruch internationaler Verträge. Auch wenn der sogenannte Anschluss Österreichs friedlich erfolgt. Der Anschluss von Österreich, das lag in der Luft. Das hatte in der deutschen Bevölkerung, in der österreichischen Bevölkerung eine Mehrheit. Das ist überhaupt keine Frage. Hitler wird in Wien wie ein siegreicher Feldherr empfangen. Rund eine Viertelmillion Österreicher jubeln ihm zu, als er auf den Balkon der Hofburg tritt und den Anschluss Österreichs an Deutschland verkündet. Sofort beginnen Erniedrigung und Verfolgung der österreichischen Juden. Sie müssen Bürgersteige schrubben und von Anti-Nazi-Parolen säubern. SS-Chef Himmler gibt persönlich die Befehle. Der verbale Antisemitismus ist unvorstellbar heftig. Und trotzdem brauchte es erst das deutsche Treiben und den deutschen Anschluss, um dann unmittelbar im März 38 in Wien unvorstellbare Ausschreitungen und eine unglaubliche Brutalität gegen die jüdische Bevölkerung zu entfesseln. Tausende Juden werden von Himmlers Männern verhaftet und verschwinden in Konzentrationslagern wie Dachau. Der Anschluss Österreichs ist für die Nazis ein großer Erfolg. Großbritannien und Frankreich haben nicht mal ernsthaft protestiert. Hitler muss es wie eine Aufforderung vorkommen, weiteres Land an sich zu reißen. Anfang Mai 1938 reist der Diktator zu Mussolini nach Rom. Mit im Zug ist auch seine Geliebte Eva Braun. Inkognito. Hitler erhält von Mussolini den Segen für den Anschluss Österreichs und auch freie Hand für die Annexion der Tschechoslowakei. Er sagt dafür zu, das deutschsprachige Südtirol bei Italien zu lassen. Während die beiden Diktatoren verhandeln, genießen Eva Braun und ihre Freundinnen Italiens Strandleben. Die Frauen sind der Langeweile von Hitlers Berghof entflohen. Ein bisschen Dolce Vita und Vino Rosso aus der Flasche kann vielleicht die Stimmung aufhellen. Die Lage der Juden in Österreich wird währenddessen immer verzweifelter. Viele stehen für Papiere an, wollen ihre Heimat schnellstmöglich verlassen. Zurück bleiben leere Wohnungen. Der jüdische Fotograf Robert Haas hält sie im Bild fest, bis er selbst fliehen muss.
In Florenz stehen für die Eva Braun-Clique Sightseeing und Shopping auf dem Programm. Besonders die Schuhe von Ferragamo haben es den Damen angetan. Die sündhaft teuren Schuhe werden nach der Rückkehr der Kamera präsentiert. Die Berghoffrauen genießen den Luxus, während ihre Männer Terror und Gewalt schüren. September 1938. Hitler wartet vor dem Berghof auf einen hohen Gast. Der britische Premierminister Neville Chamberlain hat um ein Gespräch gebeten. Als Neville Chamberlain ankündigte, er werde den Führer treffen, war dies der größte diplomatische Coup, den man sich vorstellen kann. Sein Motiv war dabei die Frage, ist dieser Mann verrückt? Falls er klinisch verrückt ist, sollten wir das wissen. Wenn er aber jemand ist, der rational handeln kann, dann können wir vielleicht mit ihm eine Verabredung treffen. Chamberlain ist fasziniert. Der nächste Brite, den Hitler um den Finger wickelt. Bei seiner Rückkehr ist der Premier überzeugt, mit Hitler einen Nicht-Angriffspakt aushandeln und damit die Kriegsgefahr in Europa bannen zu können. Hitler aber will die Eskalation und provoziert Spannungen mit der Tschechoslowakei. Deren demokratisch gewählter Staatspräsident Edvard Beneš fürchtet nach dem Anschluss Österreichs eine deutsche Invasion und will Hitler deshalb einen kleinen Teil des Sudetenlandes freiwillig abtreten. Doch Briten und Franzosen sind damit nicht einverstanden. Im Sudetenland leben überwiegend Deutsche. Das Gebiet zählt seit dem Ersten Weltkrieg zur Tschechoslowakei. Hitler will seinem Reich nicht nur das Sudetenland einverleiben, sondern das ganze Land. Polen und Ungarn erheben ihrerseits Anspruch auf Grenzgebiete im Osten der Tschechoslowakei. Hitler will nicht verhandeln. Er will endlich Krieg führen und in Prag einmarschieren. Bei einer zweiten Begegnung bietet Chamberlain einen Deal an. Hitler bekommt das Sudetenland und London das Friedensabkommen. Wenn man die Beschwichtigungspolitik verstehen will, muss man die damalige Bedrohung durch die deutschen Bomber sehen. Es ist diese Atmosphäre der Angst, die erklären kann, warum ein Land wie die Tschechoslowakei als unbedeutende Figur auf dem Schachbrett Europas gesehen wurde. Am 29. September 1938 kommen die Regierungschefs erneut zusammen, in München. Hitler hofft, dass die Briten den geplanten Vertrag platzen lassen und er Krieg führen kann. Göring bremst den Diktator. Ein Krieg gegen die Tschechoslowakei komme zu früh. Auch Mussolini will Krieg vermeiden. Spät in der Nacht unterzeichnet Hitler widerwillig das Münchner Abkommen. Hitler war erbost. Man hat ihm seinen Krieg geraubt. Hitler war empört, dass er zustimmen musste. Aber seine Generäle hatten ihn immer wieder gewarnt, Deutschland sei nicht bereit für einen großen Krieg. Einige Militärs spielten sogar mit dem Gedanken, Hitler ins Gefängnis zu stecken, um den zu erwartenden Konflikt zu verhindern. Als Chamberlain auf dem Londoner Flughafen stolz den Vertrag präsentiert, plant Hitler schon dessen Bruch und gibt Befehl, eine Invasion der Tschechoslowakei vorzubereiten. Anfang März 1939 bestellt Hitler den tschechoslowakischen Präsidenten Emil Hacher zu sich. Hacher ist Nachfolger von Edvard Beneš, der nach dem Münchner Abkommen zurückgetreten ist.
Hacher wird bei dem Treffen so massiv unter Druck gesetzt, dass er der Besetzung seines Landes zustimmt. Wieder gibt es keinen Krieg. Mit der Tschechoslowakei verschwindet eine weitere Demokratie von der europäischen Landkarte. Hitlers Deutschland hat sich inzwischen Österreich, einen Großteil der Tschechoslowakei und das Memelland einverleibt. Mit Italien gibt es ein faschistisches Bündnis. In Ungarn und Polen herrschen autoritäre Regime. So sehr seine Anhänger Hitlers Erfolge feiern, es gibt auch Risse im Bild. Die Kriegsangst nimmt zu. Hitler verliert an Ansehen in der Bevölkerung. Die ersten massiven Zweifel beginnen wohl tatsächlich mit der Sudetenkrise, der Angst, dass es einen Krieg geben könnte. Das schafft dann schon Zweifel, ob das richtige Regime ist. Und gleichzeitig wird natürlich auch der interne Terror noch stärker, die Überwachung wird stärker. Man wird wegen Nichtigkeiten ins KZ geschickt oder an die Wand gestellt. Auch die Judenverfolgung findet nicht nur Beifall. Nach den Novemberpogromen sind mehr als 6.300 jüdische Männer allein im KZ Sachsenhausen eingesperrt worden. Die meisten werden unter der Auflage entlassen, sofort aus Deutschland zu verschwinden. Verkehrte Welt. Ein Überseekoffer wird von einer Spedition abgeholt. Juni 1939. Eva Braun geht auf Kreuzfahrt. Die Regierungsmaschine Grenzmark wird sie und ihre Familie nach Hamburg bringen. Zur Reisegruppe gehören Evas Vater, ihre Mutter und Schwester sowie zwei Begleiter. Am nächsten Tag geht es in Hamburg an Bord der Milwaukee, einem Dampfer, auf dem auch Nazi-Funktionäre Ferien machen. Ziel der Reise: die norwegischen Fjorde bis hoch zu den Lofoten. Hitler hat die Reise Familie Braun spendiert. Auf dem Luxusschiff mangelt es an nichts. Eva Braun nimmt ein Bad im beheizten Pool. Mittags werden Hummer serviert. Zur selben Zeit laufen zu Hause schon die Druckmaschinen, um Bezugsscheine für Lebensmittel zu produzieren. Im bevorstehenden Krieg sollen Fett, Milch und Brot rationiert werden. Familie Braun muss sich darum keine Sorgen machen. Dem Kreis um Hitler wird es an nichts mangeln. Unterdessen macht Großbritannien mobil. Hitler hat das Münchner Abkommen gebrochen. Für Chamberlain eine persönliche Niederlage. Chamberlain war gezwungen, die polnische Unabhängigkeit zu garantieren, weil Polen eindeutig das nächste Opfer auf Hitlers Liste war. Die Grenzmark, mit der gerade noch Eva Braun in den Urlaub geflogen ist, bringt am 23. August 1939 Außenminister Ribbentrop nach Moskau. Im Kreml wird er vom sowjetischen Kollegen Molotow begrüßt. Beide unterzeichnen einen Nicht-Angriffspakt. Mehr noch, in einem geheimen Zusatzprotokoll teilen Hitler und Stalin Polen unter sich auf. Das bedeutet Krieg. In Polen löste dieses Ereignis einerseits Panik und totale Verzweiflung aus, aber andererseits auch eine immense Welle von Patriotismus. Wir werden kämpfen, selbst wenn wir dieser Gefahr allein gegenüberstehen. Wer weiß, was die gegen Polen im Schilde führen. Für Joachim von Ribbentrop ist der Pakt ein großer Erfolg. Und für Hitler ein Coup. Der Krieg, den er immer wollte, ist nun in greifbarer Nähe. Am 1. September 1939 um 4.47 Uhr eröffnet die Schleswig-Holstein in der Danziger Bucht das Feuer auf polnische Stellungen. Deutsche Flugzeuge schalten die Maschinen der polnischen Luftwaffe aus. Sturzkampfbomber attackieren die Zivilbevölkerung, wie in Spanien drei Jahre zuvor.
Das hat einen sehr engen Zusammenhang, weil es die gleichen Personen waren, die in Spanien gekämpft haben und die den ersten Angriff im September 1939 geflogen sind. Das war genau das Vorgehen, was man geübt hatte in Spanien, wurde sozusagen 1:1 dann umgesetzt. Gleich am ersten Tag verlieren in Wielun etwa 1200 Menschen bei Luftangriffen ihr Leben. Überall in Hitlers Reich werden Reservisten mobilisiert, ihre militärischen Grundkenntnisse aufgefrischt. In den Familien greift Angst um sich, um Söhne, Brüder und Väter. Offener Widerstand regt sich nicht. Am 3. September erklären Großbritannien und Frankreich Deutschland formell den Krieg. Mehr tun sie nicht. Die Wehrmacht greift Polen von Norden und Westen an. Deutsche Truppen stoßen innerhalb weniger Tage in Richtung Warschau vor. Nach 2 Wochen ist die polnische Hauptstadt eingeschlossen. Wehrmacht und SS gehen mit systematischer Gewalt gegen die polnische Bevölkerung vor. Für Polen gibt es eine Dreiteilung der Bevölkerung. Ein Teil muss man ermorden, ein Teil kann arbeiten und ein kleinerer Teil ist eindeutschungsfähig. Himmlers SS-Truppen, die im Rücken der Wehrmacht folgen, löschen die intellektuelle Oberschicht aus. Zielgerichtet und kaltblütig. In den Wäldern rund um das Dorf Piasnica werden mehrere tausend Polen erschossen. Der erste systematische Massenmord der SS. Der Terror gegen die polnische Bevölkerung und bedeutende Gruppen, die als politische oder kulturelle Führung angesehen wurden, das war geplant. Die Deutschen zwingen Polens Juden, Armbinden mit einem Stern zu tragen. Antisemitismus ist offizielle Besatzungspolitik. In Warschau werden die Deutschen in wenigen Monaten das erste Ghetto einrichten und die Bewohner zu Zwangsarbeit verpflichten. Chamberlain muss gehen. Noch immer zögert der britische Premierminister, Deutschland anzugreifen. Chamberlain versuchte noch immer, den Frieden zu sichern und Mussolini in die Verhandlungen einzubinden. Er verstand nicht, dass es Hitler tatsächlich um Eroberung ging, die Eroberung von Europa. In Washington gibt Präsident Roosevelt eine Erklärung zum deutschen Überfall auf Polen ab. Diese Nation wird neutral bleiben. Ich kann aber nicht verlangen, dass jeder Amerikaner auch in Gedanken neutral bleibt. Ich hoffe, dass sich die Vereinigten Staaten aus diesem Krieg heraushalten. Die einzige Erklärung für diese Haltung sind Schwäche, Angst, Feigheit oder Zynismus. Für diese Untätigkeit gibt es keine vernünftige Begründung oder historische Rechtfertigung. 3 Wochen nach Beginn des Überfalls. Warschau unter deutscher Belagerung. US-Reporter Julian Bryan gelingt es, Filme und Fotos außer Landes zu schmuggeln. Ich bin gerade aus Warschau zurück, wo ich die Kämpfe und die Qualen der Menschen fotografierte, die mit dem Schrecken eines modernen Krieges konfrontiert sind. Als der Bombenangriff begann, wurden die meisten dieser jungen Mütter mit ihren Neugeborenen in den Keller gebracht. 4 Tage alt und schon Opfer des Krieges. Brian erhält Gelegenheit, seine Filme aus Warschau im Weißen Haus vorzuführen. Präsident Roosevelt scheint erstmals gewillt, die US-Neutralität aufzugeben. Bei einem Treffen im Weißen Haus am 14. November 1939 sagte der Präsident zu seinen Militärs,
Also, ich bin wirklich nicht sehr stolz darauf, was ich Hitler schrieb und dass ich ihn während der Tschechenkrise zu einem Friedensabkommen aufforderte. Wir brauchen in den USA mehr militärische Stärke, damit wir auf der diplomatischen Ebene ernster genommen werden. Hitler glaubt, dass weder Amerika, Großbritannien noch Frankreich ihn aufhalten können. Am 28. September 1939 nimmt General Johannes Blaskowitz in Warschau die Kapitulation der polnischen Armee entgegen. Blaskowitz hat bei seinen Vorgesetzten mehrfach gegen die Verbrechen von Wehrmacht und SS an polnischen Zivilisten protestiert. Gibt es noch so etwas wie ein Gewissen unter den Militärs? Wir können eben bei Blaskowitz ein moralisches Gewissen eben durchaus erkennen. Und das beginnt eben schon bei der Bombardierung von Warschau, wo er sagt, dürfen wir eigentlich brandbomben? Also dürfen wir das eigentlich? Und Hitler das dann letztlich durchsetzt. Blaskowitz ist ganz gewiss auch moralisch empört über das, was die Einsatzgruppen tun. Was aber nicht heißt, dass das jetzt irgendwie ein Erzengel oder so ist. Blaskowitz' Armee begeht in Polen schlimme Kriegsverbrechen. Widerstand der Generäle ist für Hitler nichts Neues. Er nimmt sie nicht ernst, hält sich selbst für einen genialen Feldherrn. Hitler war nicht wirklich ein großer General. Er war kühn und manchmal innovativ, aber es hieß oft genug auch, alles oder nichts. Wie er selber sagte, ich bin ein Spieler, ich setze alles auf eine Karte. 8. November 1939. Hitler auf dem Weg in den Bürgerbräukeller in München. Wie jedes Jahr will er dort am Jahrestag seines Putschversuches von 1923 eine Rede vor Parteiveteranen halten. England will nicht den Frieden. Ich habe schon in meiner Reichstagsrede erklärt, dass ich persönlich nichts mehr dazu zu sagen hätte. Das Weitere werden wir mit den Engländern in der Sprache reden, die sie wahrscheinlich schon verstehen werden. Um 21.20 Uhr explodiert eine Bombe. Ausgelöst per Zeitzünder. 8 Menschen sterben. Hitler überlebt. Er hat die Veranstaltung kurz zuvor verlassen. Der Attentäter ist schnell gefasst. Die Nazi-Propaganda macht aus dem Schreiner Georg Elser einen britischen Geheimagenten. Heute wissen wir, Georg Elser handelt allein. Es gibt keine Hintermänner. Sein entscheidendes Motiv, warum er sich zum Anschlag auf Hitler und die nationalsozialistische Führung entschloss, war, dass er im Herbst 1938 sah, Hitler bedeutet Krieg. Die anderen Deutschen wollten nicht sehen, dass Hitler den Krieg vorbereitet. Elsa sah es. Elsa machte sich Gedanken darüber, was er tun könnte. Und er setzte das mit einer technischen Präzision in die Tat um. Ihm war bewusst, was er tat. Elsa wird ohne Gerichtsverfahren ins KZ Dachau gesteckt. Er soll nach dem Endsieg in einem Schauprozess abgeurteilt werden. Wenige Tage vor Kriegsende lässt ihn Hitler per Genickschuss ermorden. Georg Elsa hatte Krieg und Verbrechen verhindern wollen. Ein mutiger Held, allein gegen Hitler. Frühjahr 1940. Eva Braun kommt wieder einmal mit der Regierungsmaschine von einer Urlaubs- und Shoppingreise nach Hause. Hitler freut sich offenkundig über ihre Rückkehr an den Berghof. Zeitzeugen werden später sagen, diese Phase sei die intensivste der langjährigen Beziehung gewesen. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für den Feldzug gegen Frankreich. Hitler entscheidet sich für einen verwegenen Angriffsplan. Die meisten Generäle sind dagegen. Der Großteil der deutschen Panzerdivisionen sammelt sich in Belgien, östlich der Ardennen.
Der Vormarsch soll durch das bergige und dicht bewaldete Gelände erfolgen, in dem es nur wenige Straßen gibt. Dass die Deutschen mit ihren Panzerdivisionen durch die Ardennen vorstoßen, das ist einfach in dem militärischen Denken für unmöglich gehalten. Man kann nicht durch die Ardennen durch. Die Panzerfahrer mussten 3 Tage und Nächte fahren. Tatsächlich waren sie mit Amphetaminen aufgeputscht, um sie die ganze Zeit wach zu halten. Der riskante Plan geht auf. Die Westmächte erwarten den deutschen Vorstoß im Norden, wie schon während des Ersten Weltkriegs. Aber die deutschen Panzerregimenter können nach der Durchquerung der Ardennen von Süden her angreifen. Die Wehrmacht treibt so ihren Gegner Richtung Kanalküste. Rund um das französische Dünkirchen wird die entscheidende Schlacht geführt. Die Luftwaffe greift nicht nur alliierte Truppen an, sondern auch die fliehende Bevölkerung. Wie schon in Spanien und in Polen. Hitler lässt sich von seinen Generälen für den schnellen Sieg gegen Frankreich feiern. Mehr als 80.000 französische und belgische Soldaten gehen in deutsche Gefangenschaft. Das britische Expeditionsheer versuchte aus Frankreich zu entkommen, relativ schnell aus Dünkirchen. Und es sah so aus, als wenn nicht nur Frankreich jetzt fallen würde, sondern als ob auch Großbritannien relativ schnell um einen Verständigungsfrieden bitten würde. Mehr als 300.000 Soldaten der Alliierten können evakuiert werden. Bis heute rätseln Historiker über Hitlers Motive, die britische Armee über den Kanal entkommen zu lassen. Soll es ein Zeichen sein, dass er zu einem Deal mit London bereit ist? Zu seinen Bedingungen? Gedemütigt betreten die geschlagenen Soldaten wieder britischen Boden. In denselben Eisenbahnwaggon, in dem 22 Jahre zuvor Waffenstillstand und deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg unterzeichnet worden waren, müssen jetzt die Franzosen kapitulieren. Für Hitler eine Genugtuung. Als der Diktator erfährt, dass der Waffenstillstand unterzeichnet ist, lässt er seine Freude freien Lauf. Er ist jetzt der Herrscher über halb Europa. Für viele ist es der größte Schock ihres Lebens. Die Westfront fällt innerhalb von 4 Wochen auseinander. Großbritannien steht mit seinem Empire allein da. Und Roosevelt denkt, was kommt als nächstes? What's going to happen next? Inzwischen läuft auch die Aufrüstung der USA an. Präsident Roosevelt will eingreifen können in den Krieg gegen Hitler. Die Mobilisierung zum Zweiten Weltkrieg beginnt schon im Mai 1940. Als die Deutschen in Frankreich durchbrechen, befiehlt Roosevelt den Aufbau großer See- und Landstreitkräfte und einer mächtigen Luftwaffe. In London löst Winston Churchill den glücklosen Premierminister Neville Chamberlain ab. Churchill ist klar, dass er Krieg gegen Hitler führen muss, wenn das britische Empire überleben will. Und er spricht die Sprache, die Hitler versteht. In einer Rede vor dem britischen Unterhaus beschwört er seine Landsleute: We shall never surrender. Wir werden niemals aufgeben. Was Hitler zur Weißglut treibt, ist, dass Churchill nach dem Fall Frankreichs nicht klein beigibt und sagt, okay, lass uns irgendeine Vereinbarung treffen. Ihr kümmert euch um den Kontinent, wir sind sicher auf unserer Insel oder so etwas in der Art. Aber Churchill widersetzt sich Hitlers Plänen. Als Herrscher über Europa nimmt Hitler sein nächstes Ziel ins Visier. Er will für die Deutschen Lebensraum erobern, im Osten. Und er will die sogenannte Judenfrage lösen. Der Weg ins Menschheitsverbrechen.